Hallo, hallo? Jawohl, man hört mich. Gordon spricht. Lieber Chat, das war die Performance My Digital Rap of My Digital Body. Ich glaube, ich habe noch nie einen gehabt, hier mit 6 talentierten Tänzerinnen Talk sein darf und einfach mal so ein bisschen die Erfahrungen austauschen, wie die Einzelnen hier das Event oder den Act erlebt haben. Und ich könnte mich jetzt daran gewöhnen, immer so zu streamen. Ne? Also für mich können wir das Format jetzt jeden Sonntag so laufen lassen. Für euch, lieber Chat, vielleicht am Anfang die Frage, was war die erste Erinnerung, die ihr, Mike zu weit weg, ich guck mal, ob wir noch ein bisschen Spielraum haben. Locker. Ja. Easy. Ja, komm, wir machen es kuscheliger. So, jetzt müsste es... Ja, doppelt geimpft. Ihr seid jetzt besser, Chat? Hört man uns besser oder sind wir immer noch zu leise? Ja, perfekt. Also, vielleicht an euch, Chat, ganz kurz die Frage, während wir jetzt hier in den Talk einsteigen. Woran ist oder was ist eure erste Erinnerung von diesem Act, den ihr jetzt gesehen habt? Was war das Erste, was ihr jetzt mit dem heutigen Tag, mit der heutigen Performance verbindet? Und vielleicht direkt mal die Frage an euch. Wie habt ihr euch gefühlt? Wie war es? Ich fange an. Du darfst anfangen. Ich fange an, habe ich gehört. Wie war es? Ja, cool. Spaßig. War ein bisschen traurig, dass ihr mich rausgeboten habt, weil ich wollte unbedingt bei Du und Dance dabei sein. Aber dennoch cool, auch mit euch sprechen zu dürfen. Ich glaube... Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, vor allen Dingen, weil wir uns ja auch alle irgendwie kennen und wir alle ganz lange nicht mehr so miteinander zusammen gearbeitet haben im letzten Jahr und das war jetzt irgendwie nochmal so ein Grund, zusammenzukommen, um als Tänzerin zusammenzuarbeiten. Das war für mich das Coole und Live-Performances sind ja immer cool, immer eine gute Herausforderung. Der Icebreaker ist gemacht. Ich würde sagen, du kannst dir direkt dich anschließen. Und nicht deutsche Floskeln jetzt hier wieder. Ich kann mich nur anschließen. Quatsch. Ich glaube, was für mich bei der ganzen Sache so herausgestochen ist, ist einfach, dass wir... also ich persönlich habe noch nie digital eine Performance, eine Show, ein Theaterstück gestreamt und habe dabei meine Zuschauerinnen und Zuschauer nicht sehen können. Und das war, glaube ich, für mich das Spannendste jetzt. Gerade erstmal so daran und dann aber zu gucken, dass man ja trotzdem irgendwie in Kontakt kommen kann. Das war so ein Moment, den ich irgendwie ganz spannend fand, auch ganz lustig zwischenzeitlich, weil man ja doch einige Leute im Chat dann irgendwie kannte. Genau, das sind so Dinge, so habe ich mich gefühlt. Ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall alle nach Neuartig. Hause. Gucken uns das nochmal an. Wir lesen uns ganz in Ruhe den Chat durch. Oder auch nicht. Lieber nicht. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Nur gut. Ja. Also ich habe mich mega, mega gut gefühlt dabei. Also ich hatte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Das war auch komplett neu für mich, vor der Kamera und die Leute nicht zu sehen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht moderieren konnte, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn man die ganzen Kommentare sieht und so ein bisschen interagieren kann auch. Das hätte ich nochmal ganz interessant gefunden. Aber auch genau dieser ganze Schaffensprozess und dann im Endeffekt das dann hier zu machen und zu wissen, okay, das ist das letzte Mal und nochmal alles zu geben mit euch, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich war auf jeden Fall in the zone, würde ich sagen. Und das ist immer nice, wenn man in so einen Flow kommt und man einfach den Kopf abschaltet und einfach nur noch macht. Und es war sehr schön. Mit euch zusammen vor allem. Yes. So, I also want to share my experience and I try to speak English. Der Chat hat sich's gewünscht, also gehen wir auf Englisch rüber. Oh, of course. Of course. Or in Swahili. Sorry, I can't manage that. I'm trying to speak English. No, for me, it was like these surprises which coming up, like you before you don't know if you will be the one who leads to the game or which exercise you have to deal with. And this was kind of a really nice experience also to flow through that and feeling that nice vibe coming up and then like a little bit competition also, but at the end like being all together. And there were I think some moments of surprise for us. There are like some of the
exercises we created or we thought of doing kind of came out differently. So that was really nice, I think, to see. Yes, I also tried to speak English. this was the best stop dance in my life. Really. Hooked. I never enjoyed playing stop dance that much, and I really played stop dance a lot, also in the last year. Greetings to my WG. And what did I feel good. I feel very good. It was very fun. I enjoyed to talk with the audience. And now I have to switch to German. das war einfach cool, dass man andere Einflüsse hat. Also vorher waren wir immer wir und wir haben uns vorgestellt, dass jemand mitspielt. Aber jetzt haben Leute mitgespielt und haben uns neue Einflüsse gegeben. Und das war, ja, es hätte alles passieren können. Und das war spannend. Ich war froh, dass das Publikum so freundlich und fair war. Darf ich das übersetzen? Ja. Of course. So Erica was saying that she enjoyed the uncertainty of influences. And we practiced this concept a lot, but it was always our instructions to follow. So now it was really interesting to hear from you guys and to not be really prepared on the tasks. For example, Shakira on MC Hammer. Come on. This was almost hard to do. That's not what Erica said. I added it. But I think I said everything. Yeah, I think I'll add on in English as well. For me, it was mostly interesting because I saw the entire performance mostly from perspective of the camera, which meant that every time we practiced the different different sequences we did, it always looked kind of different, even though the setting was the same. And it was nice to engage with the movements that you all did. And for me, it was kind of hard to concentrate what I was doing with the camera without tipping it over for the viewers. It was kind of maybe very exhausting. And to multitask between watching the movements that you did and watching myself and how I react to it. So the interaction between camera and us as performers was the most interesting, and maybe also for the viewers the most interesting and forthcoming thing. And yeah, I guess we put a lot of energy into this project, and the result was even bigger and even more, how would you say it, more valuable than we thought it would be. So. Was ist das eigentlich? Klatschen. Klatschen, Applaus. Zustimmung. Ja, Zustimmung. Alles. Fresh. Das ist fresh. Das ist fresh. Ja, um es mal mit den Worten eines berühmten Fußballers zu sagen. My English is not so good, my German is better. Deshalb werde ich weiter im Deutschen bleiben. Was mich an dieser ganzen Sache ganz, ganz stark interessiert, von dir habe ich es ja am Sonntag schon in den Grundzügen gehört. Wie kommt man dazu? Wie kommt man so ein Projekt zu starten? Ich will jetzt auch keine von euch direkt, sondern jemand, der jetzt meint, er kann das für die Zuschauer draußen, die jetzt vielleicht nicht mit euch closed sind und wissen, was ihr für ein Projekt da angegangen seid. Wenn ihr es dem Zuschauer, der eingeschaltet hat, das jetzt den ganzen Abend oder den ganzen Nachmittag verfolgt hat, wenn ihr es dem erklären würdet, was der Sinn eures Projekts war, wie würdet ihr es beschreiben? Einer von euch, der sich confident fühlt, darf das gerne tun und erklären. Ich übersetze nur die Frage. The question is actually, how did we come to create such a project? Ich sehe schon. Also, you translate, yes, please? Yeah, sure. Thank you. unser Projekt ist ja im Rahmen vom The Breath of My Digital Body. Das hat uns lange, es hat lange gedauert, bis wir das alle drauf hatten, mich ganz besonders eingeschlossen, dieses Wort auszusprechen. Und wir haben das Projekt beantragt. Wir haben dieses Projekt... Geht gerade so ein bisschen komisch, ich
Okay, ich fange nochmal an. Es wurden ja Residenzen zu dem Thema Digitalität und Körper ausgeschrieben. Und eins von diesen Projekten war unser Projekt. Und beim ersten Mal, bei unserem ersten Treffen, bei unserem ersten digitalen Treffen, haben wir überlegt, was können wir überhaupt machen? Und dann haben wir ganz, ganz viel gebrainstormt und uns dann dazu entschieden, dass wir dieses digitale Spiel kreieren wollen. Und dann ist das so nach und nach gewachsen. Also ich kannte vorher Twitch ehrlich gesagt nicht. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich bin ja normalerweise weit davon entfernt. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir sehr eng, die Digitalität und ich. Und dann ist das so nach und nach gewachsen. Also man hatte erst so die Idee. Und wenn das jemand jetzt übersetzen möchte oder es vervollständigen möchte, dann lade ich euch dazu ein. Basically, to be short, the project or the show and connection was created under the project The Breath of My Digital Body, which was a big project, and then groups of artists could apply for residence, and the topic was digital body, ich weiß nicht, das Wort Digitalität, Interaction, digital media. And then we came together and thought, let's do something to it. And then we met. And to apply for this residency, you had to submit a concept. And we actually wanted to do something with a live performance and to stream because it was all new for us. So we wanted to try out Twitch and to see how can you actually do a dance performance on a stream. Ich würde noch was hinzufügen. Möchtest du dir was? Okay. ich mach's auf Deutsch, sorry. Und zwar einmal so ein Gesamtumriss von diesem Projekt. Das Projekt ist ein Projekt von Soul Movement e.V., von Theater im Depot Dortmund und von 4D. Und das Ganze wird gefördert vom Nationalen Performance Netz. Und das findet im Rahmen von Neustadt Kultur statt. Einfach nur, um da mal so diese ganz kurz zu erwähnen, also auch da ein Dankeschön. Ich bin jetzt ein Intuit. Genau, das war's eigentlich. I can't translate much because she just listed the cooperation partners. If you want to, and the sponsors, so if you want to read about them, I think it's the easiest to check out our flyer. So many people were involved to make this happen. Ich würde aber auf eine Frage aus dem Chat, Damien fragt, wie viele Stunden oder Tage braucht man, um sich auf so ein Event wie heute jetzt, das ist ja nicht auf deutschen Internet, ihr seid ja sicherlich nicht heute Morgen aufgestanden und habt gesagt, so, wir machen das jetzt heute. Wie lange braucht man, um sich auf sowas vorzubereiten? Wie viel Zeit habt ihr euch dafür genommen, um heute die Performance abliefern zu können? So actually we had like all together, we had 4 days, like 4 days we spent here together trying out and first, we thought about a few games that we can play, and then we thought we need to do more dancing games and try to connect them all. But actually, a part of these 4 days, there were a lot of work going on. Like, I don't know if you all have seen it, but we have like a lot of trailers for this project. So shout out to everybody, to Lina and to Vivi, to Kati, and also to Aukur. This is something I'm struggling with, I have to say, for creating those trailers and flyers. And then we had a lot of digital meetings and it was a lot of organizing, but also trying out. And so like 4 days in total, but around there was like a lot of stuff going on. So, yeah. Can I add something? And I guess it kind of worked in this short time period because we were all open to a lot of new ideas and each one of us could bring something to the table, and we added and like we sorted it out together, and it was kind of a thing between harmony and, you know, discussing different themes that we wanted to discuss, like present via stream, which was also a different media compared to theater or live performance on a stage with people sitting in front of you where you could see their faces, which was also a very important topic.
Vielleicht von mir eine Ergänzung dazu. Es ist ja was anderes, sich auf etwas vorzubereiten, was nicht gescriptet ist. Also wo ich jetzt nicht eine Choreografie habe, die ich mir reintrichter und sage so, bis zum Tag X muss das stehen, sondern ich muss ja auf alles, was passiert, und ihr habt dem Zuschauer oder den Zuschauern ja auch viel Raum und Spielraum gelassen, um zu sagen, die können euch da in eurer Performance oder in eurem Spiel, in eurer Competition irgendwo beeinflussen oder das Spiel mitbestimmen. Das ist natürlich was, da kann ich mich nicht gezielt darauf vorbereiten. Deshalb, ich fand das von Anfang an, wo wir auch letzte Woche Sonntag darüber gesprochen haben, fand ich es von Anfang an sehr bemerkenswert, dass man sich so frei, open sagt, ich gebe jetzt im Prinzip mein Handeln die nächsten anderthalb Stunden aus der Hand und guck, was die Zuschauer mit mir machen. Ne? Was du eben sagtest, Thema Twitch, du hast keinen Bezug zu Twitch. Wir haben aber auch hiermit, ich glaube, vielen Zuschauern, was Twitch ist nun mal sehr gaming-lastig, also computerspielbasierend und daraus auch gewachsen, ein neues Format gebracht, wo man aber mitentscheiden kann und eure Kreativität einfach auch einer breiten Masse zur Verfügung gestellt werden konnte. Ne? Maybe to shortly translate to English, that Ollie said that that it's different that we prepared for improvisation. Thank you, Oliver. You're welcome. Very much welcome. Yes, so that we got into it and we were open, and that's different to like study a lot of choreography and then go into it. He also said that what we also said before, that it's nice to open it to Twitch because it's another community. It's not like the people who are going to performances or going to the theater. And this is something I would like to say, that I'm really happy that we can open this space a little bit, because normally always like the same people coming to theater. And so it's nice to have different people watching and like a gaming community. And And you wanted to... go on, I think. Yeah. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht immer dann jetzt so Deutsch mit so einem englischen Akzent spreche. So im feinsten Englisch jetzt hier weitermache. Wir hatten gerade eben noch ein Stückchen oben. Mhm. Kannst du ganz mal kurz hoch, oder warte, da hinten steht es, ne? Ob wir Routine, Routine, ne? Gebaut haben, ja. Oder Choreografien. Gebaut, oder habt ihr für jede Szene einheitlich Routinen oder Konzepts festgelegt? Was kannst du lesen? Ja, man nennt mich Adler. Ja, haben wir nicht. Wir haben ganz am Anfang hatten wir mal die Überlegung gehabt, und wir haben auch so kurze Routines gehabt, die wir aber im Endeffekt gar nicht eingebaut haben. Es war alles improvisiert. Wir haben aber schon so festgemacht, dass wir am Ende gerne mit etwas enden wollen, was wir alle gemeinsam machen. Und wir haben einfach sehr viel aufeinander geachtet und geguckt, dass wir ab und zu auch mal Bewegungen machen, die alle anderen auch schnell nachmachen können. Also, dass wir eine Bewegung öfters wiederholen, so dass die anderen das sehen. Aha, okay, das können wir mitmachen. Also, es war sehr viel Interaktion miteinander und Aufmerksamkeit auf die anderen. Genau. Gab es Bedenken vorher? Gab es in irgendeiner Richtung Sachen, wo ihr gesagt habt, oh, das könnte zu Struggle führen? Ich glaube, das allergrößte Bedenken war die Technik, weil im aller... Easy. Ja, da wart ihr ja noch nicht da. Also in unserem ersten Meeting, oder ich kann auch direkt auf Englisch sprechen, when we first met, we said we want to stream via Twitch. We'll stream via Twitch. You know? Okay. Does anyone have experiences with Twitch? No. But we learn it. We can stream it. So I think it was our biggest concern, because sure, we could have taught ourselves on how to use it, but it would have been too much for us, because you can't concentrate on performing and dancing and also handling the technique. So somehow, for some reason, I came into conversation with you guys, and then you said you would be willing to provide, and it was a conversation Alex, and then the conversation with Fabo, and then your whole team joined. And I think the performance turned out the way it turned out also because of you guys, because you said this is possible, we have this equipment. And if you guys would have said we can't have two cameras, we wouldn't have had two cameras. And I think all these things you also integrated and added made the performance a whole thing. So I think until the last rehearsals, we weren't so sure if it
would really work out with, because for us, we've never done this, so you can't imagine, but we knew, yeah, somehow it will work out eventually. Yeah. So, anything else? Yeah, I guess the confidence that you had in your team and the knowledge that you brought into our project helped us a lot to actually visualize everything that we had planned before. Without this team, we maybe would have had one camera and then it would have shut down because of battery whatever. But to have a backup in mind is always a very good thing, especially if you're streaming live and you know that at this point someone will see it and you can't change anything. And there's like not a third or fourth performance where you can add and improve things. So this was a very good result in the end. And to add to this, there are two more people sitting, you cannot see. Yeah. So in total, there were three people from our Hua TV or Hua Media who made this actually possible. So also not a one-man job. So half of our team. Yeah. You see? Exactly. Aber ich habe deutlich den schöneren Job. Ne? Also finde ich jetzt. No front. Was mich noch interessiert, also vielleicht noch kurz ein Abriss dazu. Für uns war es auch das erste Projekt. Es ist ein Unterschied zu sagen, ich schmeiß zu Hause die Kamera an, setze die Webcam auf mich drauf, mache einen Talk oder einen Stream und habe aber das ganze Equipment zu Hause und kenne mich aus. Also ich kann, wenn ein Kabel fehlt, wenn das nicht funktioniert, ich bin confident, ich bin in meinen vier Wänden und ich weiß, wie ich was zu regeln habe, um es wieder zu fixen. Du fährst nach Dortmund, du fährst nach hier, hast das Equipment dabei, vergisst du irgendwas, du fährst nicht mal eben nach Hause. Ne? Und deshalb, ihr habt uns natürlich da auch einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss gegeben, den wir jetzt schlussendlich auch bestätigen konnten. Und wir müssen natürlich im Umkehrschluss, so wie ihr dankbar seid, dass wir das auch umsetzen konnten, sind wir dankbar, dass wir es umsetzen durften für euch. Ne? So, weil wir wachsen auch mit den Projekten und ich fand es einfach auch mega spannend, hatte ich dir am Sonntag auch schon gesagt, mega spannend, einfach mal so die Reaktion des Chats und auch einmal die Emotionen, die darüber kommen. Und vor allem, ich hätte es nicht gedacht, aber der Chat war komplett hooked von Minute 1 an und vor allem good vibes only. Ne? Das war jetzt nichts, dass ich da irgendwo Hass oder sonstiges, was man durchaus in diesem Potpourri an Accounts, die an nicht mehr an, Transparenz, sondern Anonymität bieten können. Da hatte ich gedacht, dass da vielleicht ein bisschen was kommt, wo man sagt, oh, muss das jetzt sein und weiß ich nicht, wie ich mit umzugehen habe. Und das war halt von meiner Seite aus, fand ich das halt auch geil, wie der Chat damit interagiert hat. The chat was so diverse, because we had people from Kenya, so English speaking, cool that you guys joined, even though it was in German. We had your people from the gaming scene, our people from the dance scene, and I think this was the most interesting thing to see how do people react when you bring something, one scene into another scene, dancing and gaming. I've never seen it before, so it was really cool also to see, especially the reactions from the gaming community, because we know our people, we know they know such performances, the perspectives are different, the critique is different, so many people coming together in the chat, and I also saw that the chat also interacted with each other, so they replied to each other, they had conversations. So I think that's cool, because you can't do this in a performance. You don't talk to your neighbor all the time, oh, look at this dancer, what are you saying? So also the chat was really conversing with each other, so that was really cool. Yeah, this is maybe because somebody asked, was ist euer Fazit zu Ihnen? Ja, ich würde Amandi, die Frage ist aufgenommen, das würde ich aber gerne so als wirklich allerletzte Frage gleich stellen, weil welches Fazit, welche Erfahrung ihr da rauszieht. Für mich wäre im Vorfeld noch wichtig zu wissen ist, gab es vielleicht reihum einen besonderen Moment während dieser Performance? Gab es irgendwo so einen Moment, wo du gesagt hast, den würde ich gerne auf einem Foto oder den würde ich jetzt gerne einfach festhalten und mitnehmen? Gab es das? Vielleicht reihum, dass ihr einfach mal sagt, gab es so einen Moment, so einen Magic Moment? Du wolltest auch noch was sagen. Oder ja, aber das war auch die Frage. Ne? Machen wir gleich. Also mein Magic Moment war, als ich die erste Sprecherin und gemerkt habe, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich ein Foto davon machen möchte, aber ich war ja die Skeptikerin hier, aber es hat alles geklappt. Also das war mein Magic Moment. Ja. Da kommt Sorry, ich bin jetzt... I had a lot of magic moments.
And the funny thing is that if you look through the camera, you only see the small screen and you kind of get distracted by technical things. And, you know, you have to think of this camera and then this. Am I standing in the right position? Am I blocking anyone? Is the cable, am I going to fall over it? And then I had a few moments where I actually looked over the thing that I had in my hand and looked at all of you. And I was like, oh, I still want to join them right now. And then I had to go back in. So that was kind of like a forth and back. But yeah, I mean, we're going to record everything. And we have all the other recordings from our sessions the week before. We have a lot of moments that we can view. Da kann man auch mal einen Applaus für die Kameraführung anstimmen. Yes, yes, yes. Weil das war für mich auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, als ich dann auch dem, wir konnten ja alles im Prinzip live sehen, so wie du es dann in dem Moment durch die Kamera gesehen hast, wo ich mir gedacht habe, das sind so geile Bilder eigentlich, das sind so Momente, die aufgenommen werden. Mit der Stativkamera hat man natürlich einen schönen View auf alles, so, aber man kriegt diesen Moment nicht gecatcht. Und das war halt einfach durch diese Kameraführung, bekam dieses Spiel auch einfach eine andere Dimension. Ne? Was war so dein Magic Moment? Boah, das ist so eine schwierige Frage, Olli. Ja, wir sind auch nicht hier, um einfache Fragen zu stellen. Ja, das ist echt, ne? Und zwar, ich glaube, das Allercoolste ist, wie oft etwas Unterschiedliches entsteht. Also wir haben das so, diesen Rahmen so oft gemacht und es entsteht immer irgendwie was Neues. Ein Magic Moment war irgendwie, wo wir nochmal eine extra Runde battlen durften. Das war irgendwie nochmal, haben mal so angefangen mit der Battle-Szene und dann war man da mal involviert und dann hat man mal zusammen gebattelt und dann triffst du durch so eine Live-Performance dann nochmal so zusammen und du bist in einer Rolle, aber du spürst so viele persönliche Emotionen in dem Moment, wo du denkst, so, let's battle again zusammen. Und man konnte da dann auch irgendwie nicht so haten oder so, weil man einfach dachte, so, boah, ich habe gerade so viel Liebe und Respekt und das war irgendwie auch so nicht erwartet, dass dann da so ein Tie ist und man dann sagt, ja, battle mal nochmal. Das hat man so halt auch noch nicht so in den Proben. Ja. Und das war ziemlich cool, weil dann auch alles drumherum direkt so reagiert hat und wir uns durchgezogen. Keine Ahnung, alles so Magic Moments. Das war doch gut beschrieben. Ja, das war doch gut beschrieben. Danke. Ich hätte es nicht besser treffen können, weil das war tatsächlich auch mein Magic Moment, wo wir dann, wir haben unentschieden, okay, wie gehen wir damit um? Alles klar, battle again. Ja. Ich hatte, glaube ich, auch viele Magic Moments. Einer davon war auf jeden Fall, dass ich hatte das Gefühl, wir haben das echt noch nie zusammen gemacht, ernsthaft. Diese Duo-Aufgabe, das war auf jeden Fall Magic, als du mich angeguckt hast. So dieser kurze Blick. Und es sind eigentlich voll viele. Ich muss aber das noch sagen. Ein Magic Moment war Lina mit der Kamera und ich bei You and the Camera. Weil ich habe einen Moment nicht zugehört, muss ich zugeben. Und ich glaube, Lina auch nicht. Scheuklappe. Und wir haben uns beide einfach so verrückt angeguckt. Ich weiß so genau, was die irgendwie, glaube ich, gerade machen. Ja. Aber irgendwie hat es funktioniert. Das war super Magic. Und ich fand das Ende mit der Marionette, die heute auch ganz anders war, auch ganz super Magic irgendwie. Ja, wie du die Finger so gelockt hast, mit so Magie. Und jetzt reinkommen und nein, jetzt wieder zurück. Der Song war krass. Ja. Also war es wirklich eine Marionette. Das war richtig krass. Ja, auch, es war irgendwie plötzlich ein ganz anderer Vibe als sonst. Sonst war es immer so. Irgendwie. Und da war so Spice drin und ihr habt das so geil aufgenommen und so. Und das war auf jeden Fall auch, kann ich direkt aufnehmen, fand ich ein richtig geiler Moment. Da war der Chat auch mal kurz schockiert zwischendurch. Da muss man so, ist das jetzt Stage oder nicht? Oder geplant oder nicht? Grün mit deinem Consent oder nicht? Weil ihr habt ja gelesen, also als du raus, ich muss das manipuliert wissen. I hope with Consent. Und jetzt lösen wir es nicht auf, würde ich sagen. Ja, ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung in deinem Moment, weil du es wirklich so gut gemacht hast und auch so konsequent durchgezogen hast. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als Ruhe auszuhalten für viele Menschen. Ne? Also absolute, kein Movement, absolute Ruhe, nichts sagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass dann so im Chat kommt, habt ihr Tonprobleme oder sonstiges? Ja, ne? Ja, ich hatte ja, nicht die ganze Zeit. Grün ist frozen, stand da. Ja, grün ist frozen, aber dann, als du dich angefangen hast zu bewegen und es war kein Ton da, dachte ich, dann kommt ja Tonprobleme, Sound, Fragezeichen, aber
die, ich glaube, die waren alle so baff davon, dass sie überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen sind, sondern erstmal geguckt haben, was passiert da gerade. Der beste Comment war, jemand muss Grün fixen oder irgendwie. Grün muss gefixt werden, Grün ist kaputt. Grün ist broke. Aber ich hatte auch immer ganz kurz dazu sagen, auch diesen Battle-Moment, ich habe den ja von außen gesehen. Und vielleicht war das, weil ihr irgendwie so krass viele Emotionen dabei hattet, aber ich habe mega die Gänsehaut bekommen, als ich euch zugeguckt habe. Ich fand das irgendwie total elektrisierend und konnte mich auch manchmal gar nicht mehr auf dieses Moderieren konzentrieren. Und ich wusste, wie rund machen wir denn jetzt eigentlich? Es war so ein totaler Goosebumps-Moment. Das war richtig cool. Ich fand total interessant, dass es irgendwie diesmal ohne, also so reibungslos abgelaufen. Die ganzen letzten Male, als wir es geprobt haben, war immer irgendwie etwas. Wir waren einfach so verkopft dabei. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt einfach, weil wir wussten so, ey, 100% und wir hatten einfach Spaß dabei, wir wussten, es geht hier um Spaß, dass das einfach so geflowt hat, dass bei solchen Momenten, wo normalerweise wir gesagt hätten, ah, da stimmt irgendetwas nicht, dass wir einfach improvisiert haben und das war gut so, wie es war. Ich muss dazu sagen, das sah so cool aus, diese mit dieser Portable Camera. So, wenn man da hinten gesessen hat, die ganze Zeit so, do you have to look cool like this? When the camera is close? So, man hat es ja von euch allen gesehen. Man hat da immer so von der Seite geguckt, ja. Ne? Was man da sieht, Dinas Kamera. Ja. Also, das war schon cool, das haben wir ja vorher nie so gesehen. Also hat das eine andere Verbindlichkeit reinbekommen, dass man jetzt dann, Failure is not an option und wenn dann was schief geht oder, ich meine, es ist ja sowieso, es baut ja mit Improvisation auf. Ne? Da stellt sich mir die Frage, gibt es dann Momente, wo man dann sagt, das war jetzt nicht so, ja geplant kann es ja nicht gewesen sein, ne? Aber hat man trotzdem die Bedenken, dass irgendwas schief gehen kann, weil ich improvisiere ja. Ich bin ja in meinem Modus drin und versuche auf verschiedene Situationen zu reagieren, aber es ist ja nicht so, dass ich eine Schrittabfolge im Prinzip in den Sand setzen kann oder dass ich sagen kann, pass auf, ich habe jetzt hätte in dem Moment da und da stehen müssen, habe es aber nicht getan und habe die Gruppe, die Choreo auseinandergebracht. Gibt es trotzdem so Bedenken, dass man sagt, ich weiß nicht, ich kann, dass ich die Improvisation in den Sand setze? Improvisation in den Sand zu setzen, ist schon ziemlich schwierig. Ja, weil es kam eben so die ganze Zeit so ein bisschen rüber, dass ich... Also ich persönlich finde das, also wenn ich in dem Moment bin und ich weiß, okay, also wenn ich mir, wir hatten eigentlich nur diese Fixpunkte zum Beispiel bei den Ausstellungen und da hatten wir auch nicht ganz klar, okay, teilweise schon, wo wir stehen, aber das war einfach schon so drin, weil wir es so oft gemacht haben, dass da für mich persönlich keine Sorge war, dass irgendetwas schief läuft. Und selbst wenn, also ich glaube, dass wir alle so schon in diesem Performance-Ding drin sind, dass wir wissen, okay, wenn wir jetzt mal woanders stehen, dann tun wir so, als wäre nichts und die Zuschauer kriegen das nicht mit. Also die verstehen das ja nicht, dass wir jetzt an einer anderen Stelle stehen. Und ansonsten ist halt für mich zumindest, was Tänzerisches angeht, bin ich schon so in der Improvisation drin, dass das für mich sogar einfacher ist, als wenn ich eine Choreografie habe, weil dann habe ich, da kann ich was falsch machen. Ja. Ja, für mich kam gerade die Vibes darüber in den Erklärungen, das ist auch bei euch in der Probe, wo ich mir gedacht habe, ja, ihr improvisiert ja, dann hakt es dann da. Und du sagtest gerade so schön, wo soll es haken, wenn es improvisiert ist? Aber es halt gab ja trotzdem irgendwo so Öden, wo es dann... Ich glaube, sie hat eine Antwort. Ich glaube auch, ich hab ein tiefes Durchatmen, wenn ich die höre. Ich glaube, da... Nee, also ich muss da jetzt persönlich sagen, dass ich habe super viel Schiss vor Improvisation und finde Improvisation sehr... scary einfach, weil klar kann da irgendwie nichts schief gehen, aber es kann halt auch irgendwie total repetitiv werden, was man macht und dann kommt da plötzlich so ein Song, wo du denkst, fuck, keine Ahnung, irgendwie so ein krasser Hip-Hop-Song und das weiß ich nicht deswegen, also ich hatte da sehr viel Respekt vor, weil ich finde dieser Moment, das auszuschalten, dass du nicht denkst, wie sehe ich gerade aus, also dass du sozusagen nicht von außen auf dich guckst, das finde ich sehr schwierig und wenn man das halt schafft, es gut auszuschalten direkt und denkt, okay, ich gehe jetzt einfach mit dem Flow, ich gehe mit der Musik, ich kenne viele Schritte, ich bin irgendwie self-confident dabei, dann geht das, glaube ich, sehr gut. Aber also ich finde das immer schon sehr beängstigend. Und man ist ja auch komplett ausgeliefert irgendwie. Ne? Also klar hat man seine Ressourcen, aber ja, wenn man sich halt plötzlich nicht mehr auf die verlassen kann, diese Spirale kommt nur wie sich von außen aus, wie sich von außen aus. Und dann ist man so, ah, okay, ah, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dazu kommt ja auch, dass wir halt diese Votings haben. Und wir ja schon wussten, dass am Ende auch das Voting kommt, wer hat am schlechtesten performt. Und das ist ja schon sowas, ne, ist so eine Frage. Oder wer hat überzeugt? Und wenn man dann da nicht gevotet wird,
dann ist das natürlich auch ein Zeichen. Das heißt, man muss sich irgendwie Mühe geben. Auf irgendeine Art und Weise. Und das setzt einen ja grundsätzlich ein Stück weit unter Druck. Auch wenn vielleicht nicht extrem, wenn man das schon länger macht oder schon öfter gemacht hat oder so. Aber dann, wie du gesagt, ne, da kommt da ein Song, in dem du dir denkst, warum zur Hölle haben wir den ausgesucht? Haben das ja auch mit ausgesucht. Aber da ist ja trotzdem irgendwie so ein Druck da. Und da sind wir irgendwie beim Thema Digitalität. Ne? Man kann sich halt nicht verstecken dann irgendwie. Man hat ja auch immer total den Anspruch. Also eine Improvisation lebt davon, wenn du es schaffst, in dem Moment zu sein und dich komplett darauf einzulassen. Weil wir kennen es alle, wir trainieren unsere Bewegung. Aber in dem Moment geht es so darum, frei zu sein. Und das schafft man nicht immer. Vor allen Dingen Equipment und, ne? Und dann denkt man sich irgendwie so, ja, warum konnte ich mich auf diesen Moment so nicht einlassen? Und dann fällt man schnell so wieder an das, was Judith gesagt hat. So, oh Gott, so wie, was sehen andere gerade? Und ne, man ist so constant distracted. Ja. Und das passt ja dann wieder zu dem Thema Digitalität. So, wir kriegen immer voll viel Input, sind immer abgelenkt. Man muss erstmal so in dem Moment ankommen und sich diese Zeit nehmen. Und das ist immer unangenehm. Zeit. Da habe ich auch nochmal eine Frage an euch. Wie war es für euch, euch zu sehen? Also für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir haben hier einen Bildschirm und sehen uns sozusagen im Augenwinkel. Wie war das für euch? Ich habe da nicht hingeguckt. Okay. Hat da irgendjemand hingeschaut? Also ich konnte mich schlecht zusammenreißen, da nicht hinzugucken, weil ich ja auch gemerkt habe, ich filme das, was ich da auch sehe. Aber manchmal bin ich ja auch zu sehen. Dann vergesse ich voll oft, dass ich Teil der Performance bin. Mhm. Dass man mich ja auch irgendwie als Farbe Lila. So habe ich auch schon irgendwie vergessen. Dass man mich als Farbe und als Charakter, als Spielerin wahrnimmt. Und das, was ich vorhin noch irgendwie ergänzen wollte, ist, man ist so schnell verkopft. Also wenn man in eine Performance reingeht und improvisieren muss und man kennt den Song nicht und man reitet sich in diese Panik rein, so, und man kann dann, ist voll schlechter aufzuhören, haben unterschiedliche Personen, also manche von uns haben dann vielleicht so Wege, wie man da wieder rauskommt. Aber das ist noch schwieriger, wenn man weiß, da gucken Leute zu, ich sehe die nicht und ich weiß nicht, was die darüber denken. Wenn ich einen Livestream mache, ist das anders, als wenn ich einen Post mache und ich kann nachher sehen, ah, der hat irgendwie was Dummes kommentiert, das lösche ich mal. Ja. Oder, oh, ich habe voll viele Likes bekommen, das ist jetzt das beste Foto von meinem ganzen Feed. Oder ich schneide da Sachen raus und tue nur die tollen Teile oder die aus den eigenen Augen, die schönen Ergebnisse präsentiere ich, das ist was komplett anderes. Mhm. Und sich da so einen offenen Raum zu geben, ist echt nochmal ein Schritt, den man gehen muss, kann. Und wenn man den gegangen ist, ist es aber irgendwie sehr befreiend, wenn man das so raus, also aus dieser Verkopftheit rauskommt. Ich muss dazu was ganz, ganz Wichtiges zufügen. Ich sage das mal auf Englisch. To add to it, we didn't know which songs will be played, because we had playlists with a lot of songs. And then we had an amazing person on the DJ Mischpult, he's waiting. So also for us, I think in no rehearsals we never danced to the same song. So lip and sing. You know which song is coming. You have a playlist of I don't know how many songs, and then you of course you're nervous because you think, what if I don't know the lyrics? What if I don't know the song? What if you are ready to battle and you get a jazz song, or you come from the jazz scene and then you get a hardcore hip hop track? What do? Because our playlists, they don't have one genre. They're like all kinds of music was in there. So we also had no idea what would be played in which moment. So I think that was coolest and craziest at the same time too. Zwei Sachen. Black Moon, danke fürs dabei sein. Er hat geschrieben, ich muss los. Gut gelungen, Ladies and Team. Congrats. Hope that this happened again. Wish you all the best. Liebe Grüße an alle. Easy. Schönen Abend noch. Camus hatte gerade eben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geschrieben, Negativ-Votings sind immer blöd oder sind immer unangenehm. Wenn man das jetzt sich mal angeguckt hat, die ganzen Votings, ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst war, aber alle Votings waren immer positiv. Alle waren immer, wer war der Bessere, nicht wer war der Schlechteste. Das letzte Voting war, wer war am Schlechtesten. Warum? Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Ja, mach mal.
Warte ganz kurz, du kannst kurz überlegen, Claudi, die Farben wurden zugelost am Anfang per Voting. Ja, wir wussten auch nicht, wer welche Farbe bekommt. Also hier war nichts gescriptet, außer ein genereller, grober Ablauf, wie was abzulaufen. Also ich weiß nicht, warum wir uns jetzt, wir haben uns wahrscheinlich bewusst dafür entschieden, das so zu machen, aber ich fand es auch irgendwie ganz gut, weil das eigentlich so das ist, ich weiß nicht, ob ich das für alle spreche, aber was man auch so ein bisschen herausfinden möchte, wie man selber auf sowas reagiert. Also ich weiß nicht, wir saßen dann da und dann habe ich nur so gesagt, glaube ich, ganz leise irgendwie, das ist schon scheiße. Also, ja. Irgendwie kacke, wenn man halt weiß, okay, ich war halt so die Schlechteste oder die Leute fanden, dass ich am Schlechtesten war und dann so da drüber zu stehen. Aber irgendwie ist das auch eine total interessante Erfahrung, halt nicht immer zu sagen, oh, es war nicht geil oder weiß ich nicht, das war toll, was natürlich auch voll schön ist, aber mal zu hören, okay, nee, wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich glaube, sehr viele haben nicht gewotet und sagen halt, nö, wir machen dabei nicht mit, was ich auch voll verständlich finde und voll gut finde. Aber es ist auch irgendwie, ja, mal so ein Realitätsflash abzubekommen, ist irgendwie auch okay, finde ich. Mhm. Nach dem Battle, das war so mies, weil wir haben zusammen getanzt und dann musste eine gehen. Ja. So, nee, du bist doch am Kämpfen, du willst gehen, aber du willst auch nicht gehen, weil wir wollten auch nicht, dass du gehst, weil wir haben zusammen getanzt, wir sind ein Team, so heißt das schon. Wo du dir so denkst, du musst gehen. Ich so, wir werden gerade in diese Position gebracht, uns miteinander zu vergleichen, eine Competition zu haben, wo man das gar nicht will. So, ich will mich nicht mit dir vergleichen, ich will nicht, dass du gehst. Ne? Das war auch schon so ein gemeiner Moment eigentlich. Aber das ist ja genau das Thema eigentlich des Ganzen. Wir setzen uns ja in dieser digitalen Welt genau solchen Sachen aus. Wir setzen uns immer negativen Kommentaren aus mit unserer Erscheinung, mit dem, was wir machen, mit dem, was wir zeigen. Das, was Lina gesagt hat, wir laden nur das hoch, zum Beispiel auf Instagram oder so, wo wir uns wohl mitfühlen, wo wir sicher sind. Da gibt es jetzt keine negativen Kommentare. Und ich glaube, da ging es so ein bisschen drum, das auch aufzubrechen und mal zu sagen, es kann alles passieren in diesem Chat. Wir können das nicht steuern, wir können dem Ganzen einen Rahmen geben, aber wir können eben nicht sagen, da kommen keine negativen Kommentare über uns, über unser Aussehen, über die Art und Weise, wie wir tanzen oder so. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, wo wir eigentlich so reingegangen sind. Also es gab zwischendurch so dieses Thema Instagram, man ist da ja auch so unter Druck gesetzt, weil da immer so viel bearbeitete Sachen sind und sowas. Und wir haben einfach jetzt das Unbearbeitete ja, doch, geliefert sozusagen und uns dann auch eben konfrontiert damit, mit solchen Kommentaren. Das ist wichtig, was du sagst, wir haben uns damit konfrontiert, also dieses Thema Consent. Wir haben natürlich zusammengesessen und gesagt, ist es für alle okay, wenn ihr rausgebotet werdet? Das kann ja natürlich auch anders aussehen. Also, ne, wir lieben alle, was wir machen und wenn man etwas liebt, dann hat man einen Anspruch. Dann möchte man das auch gut machen. Möchte man auch, dass andere das sehen, dass man appreciated wird. Und wir haben uns auch zusammengesetzt und uns gefragt, was sind unsere Grenzen und wie weit würden wir gehen? Und ist das dann für uns wirklich alle okay, wenn wir da am Ende dieser Marionette sind? Ne? Und ich glaube, es war auch in den Proben mal jede von uns. Also ich fand das vom Grundtenor, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist das, woran ich auch immer sehr oft mit vielen Leuten diskutiere, ist halt diese Heiteteilwelt, diese eitle Sonnenschein. Ich poste nur die guten Seiten meines Lebens und es gibt durchaus Leute, die sich das anschauen und dadurch halt irgendwo in so einen Strudel reingeraten, weil die sehen, bei anderen läuft es immer top, der ist im Urlaub, der hat nur geht nur gut essen, der fährt nur dicke Autos und die negativen Seiten oder die realen Seiten des Lebens werden nicht gepostet. Ne? Es wird nicht gepostet, wenn man mal versagt hat, es wird nicht gepostet, wenn mal eben was nicht schlecht gelaufen ist. Und da fand ich das jetzt, euer Konzept, eigentlich sehr erfrischend, weil ich gesagt habe, ihr sagt, wir stellen uns vor die Kamera, das ist live, das ist nichts bearbeitet, das ist nichts, wir gucken alle nochmal drüber und sagen, ah, auf dem Bild, ah, dann sehe ich aber jetzt, nee, guck doch mal, und dann müssen wir nochmal abändern. Sondern ihr habt hier anderthalb Stunden im Prinzip komplett, das war kein Vorwurf. Nein, aber ihr habt euch anderthalb Stunden real, ja, nicht verkauft, aber präsentiert. Und ich finde, wenn man sich die anderen Chats mal anguckt, ich habe es selten erlebt, dass ein Chat so positiv ist. Also good vibes only und nicht irgendwo einer dabei war, der gesagt hat, was machen die denn jetzt da? Also das gibt es ja durchaus. Wie gesagt, Twitch ist dafür prädestiniert, weil es noch schlimmer ist als Facebook oder Instagram, wo man zumindest so eine gewisse persönliche Note über sein personalisiertes Profil hat. Bei Twitch gibst du dir Namen, du kannst morgen dich anmelden, wenn du jetzt gerne mehr auf Twitch unterwegs sein möchtest und baut dir morgen 10 Konten und flamest dann oder beleidigst irgendwo um. Ne? Das
Das ist, ja. Und da gibt es leider viel zu viele Idioten von. Aber das war halt für mich spannend zu sehen, an dieser ganzen, um unsere Warte mal zu erklären. Wie reagiert diese Twitch-Community darauf, wenn auf einmal 6 hervorragende Tänzerinnen sich in die Obhut geben und sagen, wir lassen uns von außen steuern. Und das hat mega geil funktioniert. Vielleicht kurz, bevor wir zu der Finalen, möchte jemand von euch noch irgendwas ergänzen, noch irgendwas sagen? Weil ich habe noch 2 Fragen, die mich sehr interessieren. Zu deinem letzten, was du gesagt hast, vor allen Dingen in einer männerdominierten Szene, ne? Weil wir sind ja jetzt auf, also auf eurem Account, ein Gaming-Account, und ihr habt ja geteilt, dass es relativ männerdominierend ist. Da würde ich gleich schon mal gerne noch eingehen. Ja, wir haben uns jetzt hier hingestellt und gesagt, ja, lass mit Augut-TV zusammenarbeiten, die Jungs aus Aachen. Ne? Und das, glaube ich, schon mal cool zuzufügen, dass sie auch bereit waren, da einfach mal in so eine Szene zu gehen, mit der man nicht so viel zu tun hat. Da hast du was sehr Interessantes gesagt, weil Twitch ist ja männerdominiert, ne? Weil es halt aus dieser Spielszene kommt, aus diesem Computer basierten, sei es jetzt FIFA, sei es jetzt irgendwelche taktischen, langsam, Shooter. Ja, manchmal habe ich sofort Findungsstörungen. Okay, so, dann stößt du meine Zunge an und dann. Das war halt einfach interessant zu sehen, weil es gibt durchaus viele weibliche Streamer auf Twitch. Und es gibt auch viele Streamerinnen. Nein, Streamer ist der Oberbegriff. Ich glaube, Streamer ist genderneutral. Egal, nee. Halt Englisch. Ja. Streamer. Englisch, ja. Wenn wir jetzt noch mal weiter Englisch reden, ja. Mach mal lass weiter. Mich in meinem feinen Englisch. Nein, Streamerin. Es gibt viele Streamerinnen, die durchaus dann in dieselbe Kerbe stoßen wie die männlichen Vertreter und ihren Gaming-Content präsentieren. Es gibt viele Streamerinnen, die unwahrscheinlich kreativen Content posten. Es gibt aber auch viele, und das ist das Interessante, was du sagst, die in diese klassische Kerbe reinstoßen. Mhm. Pass auf, ich habe ein Publikum an Männern. Ich präsentiere mich auf einem Wege, der für Männer anziehend ist. Das heißt, Sex sells, so wenig wie möglich, in einer stupiden Art und Weise, und generieren darüber einen Hype, weil sie sich genau das eben zum Fokus nehmen. Mhm. Hauptsache schnell Geld verdienen. Und das kriege ich darüber eigentlich ganz gut. Das war während der Corona-Zeit ganz schlimm, meiner Meinung nach. Und deshalb finde ich es dann erfrischend, wenn ihr kommt und einfach kreativen, neuen, erfrischenden Input leistet. Und das, da hätte ich mir gewünscht, dass das noch mehr hypt, dass da noch mehr auf diesen Zug aufspringen. Was mich zur, wenn keiner was sagen möchte. Nur, dass ich finde, dass, also weil du meinst, es war schlimm, und ich finde aber auch, also vielleicht ist es auch nicht so cool, aber ja, wenn die damit Geld generieren können und es irgendwie eine Möglichkeit ist und es gibt halt diese Kerbe und die haben nicht Frauen aufgemacht, sondern die kam halt von Männern, also das halt Sex sells. Ne? Und dann denke ich mir so, ja gut, also wenn ihr das halt wollt und so, und wenn ich jetzt damit Geld machen kann, so cool. Ja, also so, ne? Wenn das für dich in Ordnung ist, da könnte ich jetzt stundenlang nochmals bei Just Chatting treffen. Ja, ja, mach doch, das. Boah, da könnte ich hier schon. Da bin ich auch dabei. Da habe ich mit Fabo, der jetzt hier hinter der Kamera sitzt, habe ich auch schon stundenlang drüber diskutiert, weil das ist wirklich bei mir so ein Wunderpunkt, dieses Thema. Warum muss ich das tun? Ich gebe dir recht, der Punkt ist einfach verdientes Geld. Aber vielleicht hat die auch Bock, einfach sich so in der Kamera zu präsentieren. Das geht jetzt hier in eine Richtung. Ja. Ich merke, das ist jetzt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, das machen wir in der nächsten Woche. Okay. Aber trotzdem, noch um da abzuschließen, die Themen haben wir auch ein bisschen angerissen. Ja. Die Kunst der Kamera, ja. Die Mädels, auch nochmal so. Ja. Ja, also. Aber es war cool. Es war, also klar, das ist. Komm, wir setzen den Schlussstrich drunter. Ja, genau. Ich habe da definitiv, klar, war das auch mit der. Habt ihr mit der Kamera gespielt, aber ich fand, es war. Keine Ahnung, seriöser Rahmen. Es war irgendwie für mich, mich hat gecatcht. Ja, also ja, ich weiß nicht, wie es serious. Ich weiß nicht, wie es anders beschreiben soll. Vom Grundprinzip her führt mich das aber zur anderen Frage. Könnt ihr euch vorstellen, in Zukunft das Ganze nochmal so zu wiederholen? Also sagt ihr jetzt, das war für uns so entspannt, so nice, dass wir sagen, da könnte man weiter drauf aufbauen? Also auf jeden Fall. Wir hatten sogar kurz die Idee, das vielleicht dann in so einem Theaterraum oder so zu machen, im Theatersaal, und dann über Handy-Voting sowas. Spoiler! Das schneiden wir raus. Aber das haben wir aufgenommen, das kam von uns zuerst. Also an sich haben wir jetzt eine super Grundlage geschaffen. Wir haben uns mit der Technik auseinandergesetzt, wir haben uns über das Thema Gedanken gemacht. Und der zweite Schritt wäre halt, okay, wie können wir das erweitern? Wie können wir diese Plattform Twitch auch
neue Ideen nutzen und dieses Konzept erweitern. Wie funktioniert das mit Live-Publikum, was wir auch sehen? Also da sind nochmal, glaube ich, Ideen, die wir wahrscheinlich Bock hätten, die noch auszuarbeiten. In so einem ähnlichen Rahmen vielleicht. Und dadurch, dass wir auch unterschiedliche Backgrounds haben und alle auch so diverse Sachen machen, kann man daraus, glaube ich, viel zusammenknüpfen, sagen wir es mal so. Und ja, habt ihr noch sonst irgendwas? Ich sage dazu, follow auch HuTV auf Twitch. Yes, weil I appreciate that. Da wird bestimmt noch was demnächst kommen in diese Richtung. Damit runden wir die Frage auf jeden Fall ab. Die Frage ist sowas von closed. Die mache ich auch gar nicht mehr auf. Follow AuhurTV. Also alle anderen. Immer schön. E-Mails, was ihr sehen wollt. Konzepte, Ideen, Gesprächsthemen, Diskussionsthemen. Haben wir ja schon Gästeliste, ne, für euer Chatting. Also ich habe ja Chatting. Ich nehme jede einzelne von euch vor. Da könnt ihr von euch ziehen. Das können wir nicht rausschneiden, das ist ja klar. Ich habe vom Chatten geredet. Ich dachte, das wird geblockt. Alter. Meinst du? Meinst du, wir haben jetzt kurz einen Blackscreen und dann war das? Erklärt. Nein, ach, oh, ein Mist. Entschuldigung. Mit der Technik, da reden wir auch nochmal drüber. Ich habe Hunger, deswegen. Ja, ich auch. Ich auch. Deshalb beenden wir es jetzt gleich. Und ich möchte von jedem von euch noch kurz reihum, das war eben die Frage, wo du kurz drauf eingehen wolltest. Mhm. Was ist für jeden, jede einzelne Tänzerin, was nehmt ihr als persönliches Fazit für euch raus? Starten wir mal diesmal auf der ein persönliches Fazit. In Bezug auf was funktioniert, ne, war das? Ja. Nein, sie hatte schon, Tanz und Digitalität. Was ist das Fazit für dieses Projekt? Was klappt richtig gut und was absolut gar nicht? Also was richtig gut klappt oder was gut geklappt hat, ist die Zusammenarbeit untereinander, also diese Ideen austauschen, auszuprobieren, auch diese Möglichkeit zu haben, Dinge scheitern zu lassen und zu gucken, okay, wie können wir das anders machen? Also diesen Raum zu schaffen, Fehler zu begehen, diese irgendwie umzuwandeln in neue Dinge. Und was überhaupt nicht geklappt hat, was gar nicht ging, ich glaube, also ich würde es, glaube ich, nicht so formulieren, sondern dass wir Hürden vielleicht hatten zwischendurch, was Technik vielleicht anging. Weil wir alle noch nicht so viel Erfahrung damit hatten. Aber das wird man halt bei jedem Projekt haben. Und es gibt immer Dinge, die gar nicht gehen, aber jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Alles gut. Ja, alles gut. Geht weiter. Also der Amandip-Dipster hat ja gefragt, welches Fazit wir für Tanz und Digitalität für uns ziehen. Was klappt und was nicht? Also was ich glaube, was das kann ich aber nicht beantworten, weil ich bin ja hier im Raum gewesen. Was man nicht so hat über den Stream, kann ich mir vorstellen, ist, dass man die Energie nicht so spürt, wie wir sie spüren. Ich weiß natürlich nicht, wie das Publikum das spürt, aber dadurch, dass deine Kamera dann aber im Close-Up war, war man dann trotzdem noch sehr intim, wenn nicht sogar noch intimer als so in real. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ja. Ja, ich würde mich dem anschließen, auch so aus den ganzen letzten Jahren mit Corona, was man sich alles für Livestreams angeguckt hat, dass man oft, vor allem bei Tanz, finde ich, habe ich total vermisst, die Menschen atmen zu hören und irgendwie so zu schwitzen. Also ich finde, man spürt einfach, wenn Menschen im Raum schwitzen und sich anstrengen. Und das finde ich, ich habe oft Livestreams dann auch ausgemacht, weil ich das so sehr vermisst habe. Ich mir dachte, nee, geht gar nicht. Und das wollte ich halt vorhin sagen, als du nämlich gesagt mit dem Chat, dass es halt so divers ist. Und das ist halt was natürlich gut klappt. Das ist jetzt nicht nur auf Tanz bezogen natürlich, aber so im Allgemeinen, was wir auch vorhin schon gesagt haben, man kann den Raum öffnen einfach für alle Menschen und das zugänglich machen, das ist halt auch einfach frei verfügbar und es ist nicht, dass man Geld dafür bezahlen muss und irgendwelche großen Hürden nehmen muss. Also man muss natürlich ein funktionierendes Internet haben, was ja selbst in Deutschland auch ab und an echt schwierig ist. Oder gerade in Deutschland. Aber es ist zugänglich das ist das, finde ich halt ganz nice. Gut. Ich würde mich da auch mit einklinken, wenn ich darf. Ja, bitte. Und zwar würde ich da gerne nochmal drauf eingehen. Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich hatte das ja da hinten, dass ich sowohl live dabei war, als auch immer im Stream geguckt habe, wie es läuft.
So, und du hast halt, gebe ich dir vollkommen recht, du hast die Emotionen, wenn du hochguckst und im Raum selber bist, das packt dich irgendwie, das nimmt dich irgendwie mehr mit. Also das ist dann irgendwo, du fühlst dich dann irgendwo als Teil des Ganzen. Aber wenn du dann auf den Stream guckst, bist du natürlich wesentlich näher dran, weil ich natürlich hier nicht durch den Stream gelaufen bin und überall so nah close dran war wie die Kamera. Genau. Ne, das ist halt, du kriegst halt Bilder geboten, die du im normalen Sessel, im Saal, wenn du jetzt irgendeine Live-Show dir anschaust, die du so nicht geboten bekommst. Ne? Und hast dann darüber hinaus noch die Chance zu interagieren. Mein Fazit ist, ich möchte mehr von solchen Projekten machen und ich fand es auch mega, mega genial, mit euch zusammenzuarbeiten, weil das halt auch von Anfang an irgendwie so eine, so, als man hier heute Mittag reingekommen ist, so eine gute Stimmung war. Ne? Und darüber hinaus, dass wir diese gute Stimmung halt auch im Chat mit hatten. Also ich hätte nicht gedacht, dass das alles so easy, weil es auch für uns neu war, so easy und gut ineinander zusammengreift und vor allem dann über die Bühne geht, ohne großartige Ausfälle. Das heißt, ihr habt mich voll gecatcht und ich wäre da gerne öfter mit dabei. Follow-up-Media. Also ich fand, auf jeden Fall ein großer Unterschied ist auf jeden Fall auch, dass man diese Interaktion zwischen Kamera und Performer hat. Also es macht total viel Unterschied zwischen, also welche Perspektiven man einnehmen kann. Man kann mit Nähe und Distanz arbeiten und so weiter. Also dadurch entsteht ja auch so ein Tanz zwischen Kamera und Performer und dadurch aber auch so ein bisschen kommt dann der Zuschauer auch in die Perspektive von der Kamera, die ja interagiert mit dem Tänzer. Also das hast du ja so nicht als Zuschauer normalerweise. Das finde ich total cool. Also es ist nochmal eine neue Möglichkeit, die dadurch eröffnet wird. Aber wie das sonst jetzt für die Zuschauer war, würde mich eigentlich auch super interessieren. Vor allem vielleicht für die Tänzer, die ja eigentlich normalerweise solche Performances ja auch live sehen vielleicht eher. Aber als Performerin ist es auch für mich so, dass ich viel weniger aufgeregt bin, wenn ich die Kamera vor mir habe. Ich weiß, es ist für andere, glaube ich, auch anders. es ist vielleicht ähnlich, wie wenn ich auf einer Bühne stehe und ich sehe das Publikum nicht. Ich bin wie in so einem, ich habe so einen Tunnelblick. So ungefähr ist es auch mit der Kamera. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind ja auf Battles unterwegs oder so, da siehst du die Zuschauer. Und da bin ich auf jeden Fall viel, viel aufgeregter. Also das ist auch nochmal ein großer Unterschied für mich. Ja, ihr habt jetzt schon so viel gesagt. Also ich glaube, Punkt 1 ist, dass es halt extrem niedrigschwellig ist. Also was ihr beiden gesagt habt, es ist extrem zugänglich und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von so einem Streaming-Format. Wenn wir jetzt aber mal auf Tanz und Digitalität im Allgemeinen gucken, ohne auf einen Stream zu schauen, dann finde ich, ist irgendwie alles möglich, solange man das technische Know-how hat. das, was uns halt am Anfang gefehlt hat, also nochmal danke. Und es ist vor allem möglich, wegzugehen von dieser Frontal, es gibt eine Kamera, TänzerInnen stehen und tanzen. So, und ich glaube, davon wegzugehen und sich mehr technische Möglichkeiten zu erarbeiten und zu gucken, was geht da noch. Mein Fazit ist, wir müssen da irgendwie dranbleiben. Es gibt noch viele Wege, die wir da noch nicht entdeckt haben, auch vielleicht außerhalb vom Streaming, einfach noch viel mehr andere Sachen, die man machen kann. Und da werden wir auch aus den anderen Residenten, denke ich, noch ein bisschen mehr sehen in diesem gesamten Projekt The Breath of My Digital Body. Das kann man ja auch bei Instagram verfolgen, ne? Genau, ja. It's My Digital Body. Lasst ein Like für Liebe da. Auf jeden Fall. Ne? Ganz viel Liebe. Fazit, coole Zusammenarbeit. Super cooles Konzept. Voll auf die Kacke gehauen. Wenn ihr sehen würdet, was hier alles rumsteht, Leute, dann noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das für Medienkunst total cool ist, weil man kennt immer nur Video aufnehmen, zusammenschneiden, cooles Video gepostet. Aber du kamst mit den Schwitzen, du hast gesagt, das war eine Herausforderung, du struggles, du kannst aber auch nicht einfach die Kamera weglegen, wenn du in so einer Interaktion bist. Finde ich total cool, also da auch nochmal neue Wege zu öffnen für MedienkünstlerInnen und total, also ich hatte auch das Gefühl, man ist näher, weil man bekommt keine direkten Reaktionen aus dem großen Publikum. Ich war schon auf Performances, da habe ich kaum was gesehen, weil die Bühne so weit weg war und ich so, ach so, ja, 8 TänzerInnen auf der Bühne, okay.
So, es gibt aber auch Performances, die dann interaktiver sind, wo die Leute direkt um dich rumstehen. Das ist dann was anderes oder wo man Leute mit reinziehen kann und so. Aber hier, man hat ja andauernd mit den Leuten gesprochen und aber die direkt so gesehen, was da gerade so in denen vorgeht. Und das ist irgendwie auch mal cool. Ich habe manchmal auch das Gefühl, in so Performances, da sitzt dann Leute und klatschen und denkst du so, ey, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Einstündige Performance und hier klatscht und guckt und wie geht's. So bei hier alle Hype, Liebe, Herzchen und man fühlt sich in dem Moment gut. Und so sollte es halt auch viel öfter sein. Ich gehe nach Hause und ich denke mir so, cool Zusammenarbeit, es war nice. Und die Leute mochten es und wir bleiben weiter dran. Ja, die Reaktionen sind halt instant. Du kriegst die halt direkt mitgeteilt. Wenn jemand einen Gedanken hat, dann kann die Person das halt direkt mitteilen und auch dich direkt ansprechen, wenn du irgendwie einen Namen hast oder irgendwas hast, was dich, womit man dich identifizieren kann. Also diese Reaktionszeiten sind, dass man als Performerin dann selber auch darauf reagieren kann, sind so viele Ebenen, die miteinander aufeinander gestockt werden und es kommt immer mehr dazu und die ZuschauerInnen sind dann halt auch Teil der Performance. Also sind nicht von außen und gucken sich was an, sondern werden mit in diesen Raum integriert, obwohl sie gar nicht physisch anwesend sind. Also das ist was ganz anderes. Und die Performerinnen bekommen das ja auch direkt mit, dadurch, dass wir diese Kommentare vorlesen. Das bedeutet, ihr bekommt eine direkte Reaktion auf das, was ihr gerade gemacht habt. Und manchmal in Performance ist dann wirklich so, du bist fertig und dann sprichst du mit den Ja, da hast du natürlich noch eine andere Komponente. Du hast, dadurch, dass es anonym ist, hast du hier, wenn man vernünftig damit umgeht, ne, also jetzt nicht irgendwie da blanken Hass in den Chat reinballert, hast du natürlich auch ein ehrlicheres Feedback, als du das hast, wenn du von der Bühne runterkommst. Weil dann überlegt sich der Freund, Bekannte, der im Publikum saß, was sage ich dir jetzt wirklich, dass die heute tanztechnisch ins Klo gegriffen hat? Oder sage ich, weil man hat sie gut gemacht. Also das ist dann wieder so, und wenn du das aber seriös und vernünftig hier verpackst und als Zuschauer dann sagst, oh nee, das hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen und nicht, das war scheiße, sondern vernünftig, dann kriegst du natürlich ein ehrliches Feedback. Weil ich bin ja dann auch, muss ich mir auch selbst zugestehen, wenn ein Bekannter von mir irgendwas macht oder Fußball gespielt, dann kommt vom Platz und, was meinst du, wie war ich? Ja, war doch ganz gut, war doch eine solide Leistung. Der hat katastrophal gespielt, der war absolute Graupe, aber ich krieg's da nicht über die Seele, der hat eh verloren, dann nochmal zu sagen, das war scheiße. Ne? Also Fazit, um das abzuschließen, ich fand's ein mega geiles Projekt und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das nochmal so zustande kommt und wir da vielleicht in Zukunft öfter solche Sachen dann für euch streamen dürfen. Hat noch eine von euch irgendwas, was sie ganz dringend über den Chat loswerden muss? Dipster schreibt gerade, tell your friends when they are wack. Fühlst du die Friends when they are wack? Oh, yes. Muss ich mich noch fragen, wann du mich angelogen hast. Brudi, dich nie. Dich nie, du hast immer top gespielt. Und es ist auch ein cooles Thema für mal einen Just-Chatting-Tag. Ja? Also ich kann auch im Herzen und den Rest der Zeit Fußball gucken. Ich glaube, da habt ihr auch ein bisschen was zu. Sancho, du hast vollkommen recht. Das sind diese, kurzer Exkurs dahin, das sind diese Second-Screen-Streamer. Ne, die gucken sich das an, auf dem Second-Stream, meistens auch noch lautlos. Und auf der anderen Seite wird dann selbst gezockt oder... So, das ist halt deshalb kam das aber auch wegen Corona, ist Twitch halt so gehypt worden. Das ist dieses Verlangen danach, nicht alleine zu Hause rumzusitzen. Und dann habe ich auf dem einen Screen einen Streamer oder eine Streamerin, die dann im Hintergrund immer ein bisschen so mitquatscht. Und ich habe direkt das Gefühl, ich zocke hier nicht alleine, sondern ich habe da jemanden, der ist bei mir. So, und das ist die Dynamik, die Twitch eigentlich so interessant macht. Los, just out of yourself. Danke, Chloe. Und das ist das, was ich halt auch so an Twitch so spannend finde. Also ich mache das jetzt sicherlich nicht, um mein Gesicht gerne im Internet zu zeigen, sondern einfach zu gucken, was ist über dieses Medium möglich. Obwohl ich mich auch gerne reden würde. Das muss ich dazu sagen. Community! Nee, aber um das abzuschließen, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch. Wirklich. Also an AUHUTV. Also ihr habt so viel da reingesteckt, das war nicht nur unsere Performance, das war Habos eigentlich. Somebody have to fix him. Ja. Mach rein. Ganz viel Liebe. Ja, mal zeigen. Ja, komm doch mal hier hin. Ja. Nee. Nee. Gut. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, danke fürs Zuschauen, danke fürs
intensive Mitmachen, fürs Voten, für die ganzen Kommentare, für die ganze Liebe, die im Chat war. Danke für die ganzen Followers. Es tut mir leid, ich würde gerne jeden persönlich ansprechen, der uns heute einen Follower dagelassen hat und Teil der Community geworden ist. Aber ich kann es leider nicht nachvollziehen. Deshalb ganz, ganz viel Liebe von meiner Seite, von den Tänzerinnen und von den Jungs hinter den Bildschirmen. Bleibt locker, bleibt geschmeidig. Habt noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns die Tage. Tschüss. The rhyme it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to rhyme. Can you relate to? A sister's dope enough to make you holler and scream. Hey, yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about due to get into precisely what I am about to do. I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merrily, 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 hyper happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes my sisters have employed. Look, it's me throwing down the sound totally a yes. Let me state the position. Ladies first, yeah? Yes. Yeah, there's gonna be some changes right there. Believe me when I say being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them sworn. Stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not forgetting. We are the ones to give.